Hey und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Und ja, das ist hier mal gerade eine kleine Testaufnahme. Ihr müsst das mal bewerten für mich. Findet ihr das so gut, wenn ich so spiele, so wie ich jetzt gerade spiele? Also geht das für euch so klar? Ihr seht ja schon, ich habe gerade in-game 80 FPS. Und müsst ihr jetzt eigentlich nur mal von euch wissen, soll ich das Ganze dann auch so weitermachen? Also würdet ihr mir das wirklich so empfehlen? Ja, wie ihr auch raushören könnt, ich habe auch ein neues Mikrofon gekauft und ja, hatte jetzt endlich mal genug Geld und auch das Verfahren mal danach das zu bekommen. Und ja, wie findet ihr das? Soll ich so aufnehmen in nächster Zeit? Oder soll ich wieder zu dem anderen zurück? Also ich würde selbst sogar echt sagen, dass ich es wahrscheinlich so mache. Oder wenn euch die irgendwie irgendwas nicht gefällt, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare. Ich werde dieses nämlich hochladen. Dann schreibt mir das doch gerne mal in die Kommentare und würde mich interessieren. Und schreibt auch bitte dann die Hilfsvorschläge in die Kommentare, was ich noch besser machen kann. Vielleicht, oder wenn euch noch irgendwas anderes, keine Ahnung, wenn ihr vielleicht irgendwie andere Programme, die ihr noch kennt, wo ich nochmal Testaufnahmen machen soll. Ja, keine Ahnung. Also das hier ist jetzt gerade mit OBS Studio. Genau. Geht eigentlich relativ klar. Und mal schauen, wie ihr das so findet. Noch zu sagen, wenn ihr das gut findet, dass ich das so machen soll, dann wird das auch so kommen. Tatsächlich auch auf meinem YouTube-Kanal immer und ja, kann dadurch dann für euch nochmal die Qualität ein bisschen verbessern und ja, nicht nur so ein bisschen, sondern ein ganzes Stück. Viele wollen das ja immer, dass man möglichst nicht mit einem Handy aufnimmt, aber es war bei mir nicht anders möglich, weil ich hatte damals und ja, jetzt auch nicht, aber schon ein bisschen besser. Damals noch keinen so leistungsfähigen PC, sodass ich, wenn ich mit OBS aufgenommen habe, die Aufnahme extrem gehakt hat. Gerade auch nochmal ein Video. Ich verweise mal auf dieses Video, was oben in die Infokarte kommt. Ihr seht schon, diese Aufnahme, die hakt einfach nur bis zum geht nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass das PC das einfach nicht mehr rechnen kann in der Geschwindigkeit, wie ich spiele. Und generell auch einfach die Aufnahme, das ist einfach nicht so toll. Zeitgleich hatte ich in-game noch ziemlich wenig FPS da. Ich hatte irgendwie nur 20 FPS oder so, also war extrem schwammig. Und ja, jetzt läuft es aber gerade gut, wie ihr sehen könnt. Ich habe jetzt 80 FPS in-game. Wenn ich nicht aufnehmen würde, habe ich so um die 100, 120, also das geht. Ja, müsst ihr mal für mich bewerten. Und ja, bis dann wünsche ich euch auch noch einen angenehmen Tag. Bis dann, haut rein und ciao.